Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2 Beta. Und zwar, wie versprochen, wollten wir doch mal noch eine zweite Klasse ausprobieren. Und zwar würde ich gern den Warlock ausprobieren. Und ich muss dazu sagen, wir können ihn jetzt einfach nur noch mal ausprobieren, weil nämlich die Beta-Phase verlängert worden ist. Und zwar bis zum 26. Da habe ich mir gedacht, da komm, dann schaust noch mal rein. Probieren wir den Warlock nochmal aus. Mal schauen, wie sich der so spielt. Den kenne ich ja auch von Destiny 1. Und habe ihn zwar nicht so viel gespielt, aber ich wollte ihn jetzt trotzdem nochmal ausprobieren. Ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Okay, das skippen wir, würde ich sagen. Das kennen wir ja schon. Die Zwischensequenz. Also schaut einfach in das Let's Play, in das erste rein. Dann könnt ihr euch die Sequenz nochmal anschauen. Und ich würde es auch gern probieren, dass wir das jetzt auf einen Part machen. Wiederhole, Turmzentrale, hier spricht Cityhawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind... Schaut auf jeden Fall sehr nice aus, der Warlock. Was ist denn da los? Aber wir skippen das auch jetzt. Weil recht viel anders wird es auch nicht sein. So, dann schauen wir doch mal, was hat denn der alles? Alles ist zerstört. Der Turm, die Stadt. So, wir haben jetzt die Dämmerklinge und leere Läufer. Leere Läufer, glaube ich, war schon im ersten Teil. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Die Nova-Bombe fliegt langsam und sucht ihr Ziel, Explosion zersplittern sie in kleine Zielsuchprojekte, ja. Breite deine Flügel aus und stecke den Himmel in Brand. Himmelseinstellung. Drücke zweimal Kreis in der Luft, um auszuweichen. Okay, dann schauen wir doch mal, was sie hier hat. Die Solargranate. Eine Granate, die ein Flimmern von Solarlicht verursacht, das bei Feinden innerhalb ihres Feldes fortlaufend Schaden bewirkt. Morgenröte, webe Solarlicht in deine Klinge, um Feinde aus der Luft zu schlagen, okay? Okay, jetzt gibt es einmal die Heilung, heilendes Rift. Drück und halte Kreis, um einen Lichtbrunnen zu erzeugen, der alle durchgängig halt, die sich darin befinden, also praktisch alle meine Teammates. Oder hier halt den Waffenschaden zu erhöhen. Ich werde jetzt aber mal den Waffenschaden erhöhen. Genau. Himmelseinstimmung ist sowieso drin und hier unten ist dann später der andere Skillbaum, den wir jetzt aber noch nicht benutzen können. Okay, das ist der Sprungmodus. Springe, während du in der Luft bist, um das Gleiten in moderater Geschwindigkeit und Richtungsführung zu aktivieren. Springen wir in der Luft bis, um das Gleiten zu aktivieren und einen starken Geschwindigkeitsboost zu erhalten. Okay, lassen wir das alles mal so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Okay. Dicke Rüstung, noch dickere Waffen. Riesige Weltraumnashörner. Erledige sie. Keine Zeit für Fragen. Ist das schon vorbei? Ist das schon passiert?
Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Okay, haben wir eine Art Fusionsgewehr, glaube ich. Okay, das ist richtig stark. Das ist richtig stark. Hey, ihr zwei, eine Sekunde. Was ist hier los? Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Klar, wir werden sie gar nicht mehr so viel aufhalten, wir werden es ein bisschen schneller machen. Weil wie gesagt, das haben wir ja schon mega alles gesehen. Und jetzt bin ich ja gespannt, was ich für ein Exo krieg. Risikoreich. Energiewaffe. Okay, dann schauen wir uns die doch mal an. Ist das ein Impulsgewehr? Nee, eine Maschinenpistole. Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal, was die für einen Schaden macht. So, auf jeden Fall gefällt mir, glaube ich, bestimmt besser wie so ein Revolver. Okay, ich muss sagen, die verzieht ganz schön. Aber wie gesagt, sowas kann man bestimmt später im Spiel auch noch skillen, dass die Waffe ruhiger in der Hand liegt. Okay, mit der ist schon ganz schön heftig zu schießen. Mike, treff den Dick. Stirb! Ich würde mir nochmal schnell anschauen, was die kann. Guck doch mal, wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Deutlich, okay. Den Rückstoß habe ich nicht, ist nicht deutlich. Ja, nun deutlich ein großes Magazin, aber lädt viel langsamer nach. Wenn du Akkuschaden abbekommst, wird diese Waffe stärker und widersteht eingehendem Akkuschaden. Kills verlängern diese Zeit in diesen überladenen Zustand. Okay. Thank you.
greifen nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Korra, weißt du was? Nur Gerüchte. Sie sind eine Elite-Einheit der Kabale und bis in den Tod loyal ihrem Commander gegenüber. Aber das ist irrelevant. Sie greifen den Reisenden an. Wir müssen sofort zu ihm. Der Reisende? Was ist dieses Teil, das sie an ihm befestigt haben? Negativ. Der Reisende kann warten. Wir werden unser Volk um jeden Preis schützen. Oh, meine Waffe ist leer. Alles klar. Die Legion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Die Rettungsschuttle sind da drüben. Okay, das war jetzt super, auch geil. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Raketen, bleibt innerhalb des Schilds. Noch mehr Rotlegionäre, zeig ihnen, was ein Hüter ist. Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Okay. Hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Okay. Wird gemacht, Commander. Noch mehr Raketen! Los! Finde den Sprecher! Okay, dann gehen wir mal in den nördlichen Teil. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Der Sprecher ist weg. Rotlegion, ihr werdet niemandem mehr schaden. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala! Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen.
Commander ist gleich da. Sie wird dich auf dem Kommandoschiff absetzen. Kurzen Prozess hier. Okay, er kommt mir richtig stark vor. Warlock. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Geben wir ihn eins auf die Nuss. Alles klar. Irgendwie ist das schon cool, ihr Warlock. Ich glaube, die Entscheidung wird richtig schwer, was ich jetzt hier spielen soll. Warlock oder Jäger. Das ist alles zwei geil eigentlich. Das Hologramm könnte helfen. Lass mich mal sehen. Okay, der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Okay, wir müssen aufpassen hier, nicht, dass ich noch verrecke. Okay, Solargranate macht richtig Schaden, wenn die trifft. Heftig. Mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Also mir kommt der Schaden schon bei Weitem mehr vor wie beim Jäger. Kann sich aber natürlich noch ändern. Was wir aufpassen müssen, hier glaube ich, sind wieder die Scharfschützen unterwegs. Okay, von der Reihe mache ich keinen Schaden. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen Munition sparen hier.
Okay, und er ist down. Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Störe die Turbine, dann fallen die Schilde in sich zusammen. Ja, genau so. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Muss ich anders machen? Temperatur steigt. Es funktioniert. So, ich hoffe, dass wir da ankommen. Alles klar. Die Schilde sind deaktiviert. So, oder? Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Ist da jemand? So Leute, das war's schon wieder mit der Story-Mission. Und ich muss sagen, Warlock ist richtig nice. Ich schwanke jetzt wirklich, nehme ich einen Warlock oder nehme ich einen Jäger? Willkommen in einer Welt ohne Licht. Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an. Du Kreatur! Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut.
Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gorr. Und dein Licht ist mein. Okay, ich würde sagen, das war's dann schon wieder auch mit dem Video. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Kommentar, Daumen nach oben oder auch Abo freuen, wie es euch gefällt, Leute. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euch so besser gefällt. Also wenn ihr selber gespielt habt, ob euch der Warlock, Titan oder auch Jäger, was euch da am besten gefällt und warum, würde mich auch interessieren. Genau, und ich würde sagen, vorbestellt haben wir es ja schon. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.